EU-Kommissar Oettinger, wir haben ihn gerade schon mal kurz gehört, will nach seinen Plänen die Hilfen in einer ganzen Reihe von Bereichen kürzen. So auch bei der Landwirtschaft und bei den Hilfen für strukturschwache Gebiete. Eine andere Idee kommt aus Österreich. Kanzler Sebastian Kurz sieht mit dem Ziel, die EU schlanker und effizienter zu machen, eine gute Voraussetzung, zusätzliche Ausgaben einsparen zu können. Wir haben einen Vorschlag gemacht, der beide Aufgaben wie folgt zu lösen versucht. Kürzungen in der bestehenden Haushaltsstruktur und etwas erhöhte Einzahlungen der 27 Mitgliedstaaten. Kürzungen. Wir haben die Zahl der Programme von 58 auf 37 verringert. Damit schaffen wir mehr Flexibilität, aber noch keine Kürzungen. Wir haben drei Gruppen von Programmen entdeckt. Programme, die wir im Wesentlichen erhalten wollen. COSME, Connecting Europe Facility, andere mehr. Programme, denen wir Kürzungen zumuten können, ohne sie zu beschädigen. Und Programme, die wir neu schaffen oder deutlich erhöhen wollen. Die beiden größten Programme sind die Kohäsionspolitik und sind die Agrarsäulen unserer Agrarpolitik. Unsere Ergebnisse, die wir vorschlagen, sind 7% Kürzungen bei der Kohäsionspolitik, 5% Kürzungen bei der Agrarpolitik, bei den Direktzahlungen allerdings nur knapp 4% innerhalb dieser gemeinsamen Agrarpolitik. Wir investieren in neue Aufgaben, um so für den Steuerzahler, die Bürger und die Mitgliedstaaten einen Mehrwert zu erzielen. Effizienter zu investieren, in Wahrheit sogar kostengünstiger zu investieren, als jeder Mitgliedstaat für sich alleine es tun könnte. Wo investieren wir mehr? In Erasmus Plus. Die richtige Antwort auf Populismus und Euroskepsis ist, dass wir mehr junge Menschen einladen wollen und ihnen die Zeit der Ausbildung und des Studiums mit Europa verbinden helfen. Erasmus Plus wird verdoppelt, mehr als verdoppelt. Und innerhalb Erasmus Plus wird die Idee des Interrail, die aus dem Europäischen Parlament von Grünen und Kollegen Weber stammt, finanziert. Mit 750 Millionen Euro leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag. Zweitens Forschung. Wenn man sieht, wie hier Silicon Valley und dort die Asiaten in Forschung, Innovation und in digitale Technologien investieren, da ist die richtige Antwort, dass wir unser europäisches Forschungsprogramm Horizon Europe und Digital Europe beide gemeinsam um 60% erhöhen und damit für die europäische Forschungsgemeinschaft Grundlagen schaffen, um wettbewerbsfähig in Entwicklungen wie Artificial Intelligence, Biotech, High Performance Computing oder auch Cyber Sicherheit zu gehen. Wir werden unsere Mittel für die Nachbarschaftshilfe und für die dritte Welt deutlich ausbauen, um so Perspektiven außerhalb Europas mit zu finanzieren und damit Fluchtgründe zu mindern und Menschenwürde herzustellen. Europäischer Grenzschutz, europäisches Border Management wird mittelfristig 10.000 Stellen haben. Und wir verbinden die Erwartung damit, wenn wir unsere Außengrenzen lückenlos kontrollieren, dann kann die Grenzkontrolle an den Binnengrenzen zwischen Österreich und Deutschland und Dänemark, Italien, Österreich, die ja auf Dauer Schengen widerspricht und die für Waren, Güter und vor allem für Menschen ein Nachteil ist, Wartezeiten an der Grenze, wieder entfallen. Wir wollen die Freizügigkeit ohne Kontrollen an den Binnengrenzen wiederherstellen durch europäische Investitionen in die Kontrolle und den Schutz unserer äußeren Grenzen. Es kommt mit Sicherheit aus einigen Mitgliedstaaten die Aussage, wir müssen ja nominal sehr viel mehr einzahlen. Die stimmt und stimmt nicht. Wenn man in den Mitgliedstaaten einen Jahreshaushalt aufstellt oder vorschlägt, wie heute der deutsche Finanzminister, den für 2018,
ist er im Vergleich zu 2017 um 2% oder 3% höher. Das sind die Jahresschritte. In Europa erhöhen sich die Haushalte von Jahr zu Jahr ebenfalls in diesem maßvollen Umfang. Aber wenn Sie das erste Jahr des jetzigen Rahmens 2014 mit dem letzten Jahr des nächsten Rahmens 2017 vergleichen sollten, dann haben Sie größere Steigerungen. Weil die Baukosten in 14 Jahren deutlich steigen, die Gehälter für Forscher deutlich steigen, weil die Kosten für Pipelines und Stromleitungen deutlich zunehmen und weil soziale Belange ebenfalls nominal angestiegen sind. Nominal müssen wir deutlich mehr Geld erwarten. Real nach Inflation und Gini-Steigerung ist ein Betrag von 1,114 gegenüber 1,03. Wenn man weiß, dass die Brexit-Lücke entstand und neue Aufgaben entstehen, eine sehr maßvolle Steigerung, für die wir im Rat und Parlament werben und wofür wir sehr gute Gründe haben. Besten Dank.